Herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute programmieren wir ein neues System, nämlich einmal Knockit. Und das wird auch eine Programmierreihe, genauso wie das Lobby-System. Das Lobby-System werde ich dann halt in den kommenden Tagen ja mal weiter fortführen. Also halt nur, wenn ihr es wirklich wollt. Ich habe das nämlich aufgenommen gehabt vor ein paar Monaten, Wochen. Und ja, auf Wunsch einfach mal in die Kommentare schreiben, wäre übel nice. Wir erstellen uns hier erstmal ein neues Java Project, wir nennen das Ganze YouTube Knockit, ihr könnt so nennen, wie ihr es wollt. Und hier drin, also hier importieren wir erstmal unsere SpyGet am besten, damit arbeiten wir nämlich mit der SpyGet API. Ich habe hier alles in einem Ordner abgespeichert, was mir alles wesentlich einfacher macht. Wir erstellen uns erstmal ein Package, wo wir unsere Main-Klasse reinpacken. Ja, Punkt Main. Und hier erstellen wir, vertippt, refactor, rename, main. So, hier gehen wir erstmal an, dass das hier ein Java-Plugin ist, also nicht Java-Plugin, sondern dass die Klasse hier die Hauptklasse von dem ganzen Plugin ist, heißt extends Java-Plugin. Und dann erstellen wir uns eine Methode, nämlich public void on enable. Enable. Denn mit dieser Methode sagen wir halt, wenn das Plugin startet, soll das und das passieren. Dann brauchen wir eine public void register listener und eine, ja, was können wir hier, register commands können wir hier noch einfügen. Register commands, so, okay. Hier dann erstmal register listeners und dann register commands. Das sollte dann so funktionieren. Ja, hier gehen wir erstmal bei den listenern an. Plugin manager pm ist gleich bucket.get plugin manager. Ups. Plugin manager. Okay. Jetzt importieren wir das Ganze. Ups, so. Nein, falsch importiert. So, okay. Oh, schon wieder falsch importiert. Besser, okay. So sollte das dann auch funktionieren. Bucket.get. Okay, so war es richtig. Okay, so. Gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, können wir schon mal unsere allererste Klasse erstellen, nämlich, also erstmal noch ein Package, nämlich erstellen wir erstmal eine Listener, erstellen wir noch ein Package und dann das Ganze lostdos.utils und was noch, Commands werden wir auch noch machen. Ich glaube, wir machen heute sogar den allerersten Command. d.losses.commons. Ja, ich würde mal sagen, wir stellen uns erstmal eine API, eine Join API, ganz easy, player unterstrich, nee, warte, join util, nennen wir es einfach mal so, und hier müssen wir halt nichts festlegen, hier machen wir einfach ganz easy eine Methode on join. Und dann casten wir hier noch den Player. Und ja, hier machen wir erstmal p.setGameMode. GameMode.Adventure. p.setHealth2. p.setMaxHealth2. P.set food level. So, machen wir hier mal 20. P.set flying false. P.set low flight false. Was noch? Was hatten wir hier noch so? Bam, bam, bam.
Dann haben wir hier so gesehen nichts. Okay, ist auch nice. Dann würde ich mal sagen, erstellen wir jetzt mal Items, Item Stack, Stick ist gleich New Item, Item Stack, Material, Punkt, Stick. Und hier eine Item Meter. Item Meter, Stick Meter ist gleich New. Nee, ist gleich Stick Punkt. Ups. So, Stick Punkt Get Item Meter. Nee. Doch, so sollte es richtig sein. Okay. Und dann setzen wir meinen Display Names. Nee, warte, Stick Meter Punkt Add Enchant. Dann, ah ja, Enchantment Punkt Knockback. Machen wir hier eine 1. True und dann noch ein Display Name, Stick Meter Punkt Set Display Name. Machen wir hier mal Paragraph 6 Stick. Und dann Stick Punkt Set Item Meter Stick Meter. Dann p.getInventory.setItem 0 und dann ein Stick. So sollte das dann funktionieren. Jetzt haben wir schon Items. Ich würde mal sagen, wir packen hier. Wir machen noch eine Angel. Die Angel kommt einfach im nächsten Video. 6 Angel. Angelmeter. So, fügen wir halt überall das ein. Bam, bam. So. Und hier Fishing Rod. Und wir brauchen ja so gesehen gar kein Stickmeter Punkt Spiked Punkt. Ist unbreaking. Heißt, das sollte halt eigentlich nicht kaputt gehen. Und jetzt können wir mal einen Listen erstellen. Machen wir mal Player Join Listener. Implementieren das Ganze. Implements Listener. Und dann ein Eventhändler. Public Void on. Player Join Event E. Da machen wir Join Util Punkt. Wir haben was falsch gemacht, nämlich Public Static Void und Join Player P und hier dann E.get Player. So sollte das dann funktionieren. Dann müssen wir das Ganze noch registrieren, heißt pm.registerListener new player join listener this. Und ich würde mal sagen, mir ist langweilig, deswegen programmieren wir noch ein ganz easy build comment, heißt cmd-build implements command executor. Ja. Hier erstmal die Methode. Dann können wir das hier rauslöschen. Command Sender ist Sender. Command ist CMD, String, Label. Und hier einfach args. Gut. Machen wir mal Player P ist gleich Player Sender, importieren das Ganze noch schön von aug.bucket. Dann if p.hasPermission knockit.admin
Punkt admin und dann if cmd.getName Punkt equals ignore case build if args if args Punkt length gleich gleich 0 p.send message data, ne, haben wir noch nicht gemacht. Paragraph 7 Verwendung slash build Paragraph A an Paragraph 7 Paragraph C aus Paragraph 7, so gut, dann hätten wir das und dann if args.length gleich gleich 1 string on ist gleich args 0 dann if on.equals ignore case an dann soll p.send message Paragraph 7 du kannst nun bauen und dann müssten wir hier erstmal noch eine ArrayList anlegen, heißt wir gehen in die Data, wir erstellen eine Data Klasse und hier dann so und hier dann ArrayList ArrayList machen wir hier Player und dann Build ist gleich New ArrayList. Ich weiß nicht, so sollte es eigentlich funktionieren. Jo. Und dann gehen wir hier hin und sagen Data. Data. Ui. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier hin und public static ArrayList und hier dann data.build.addp. So. Und dann if nein, noch eins darunter. So. If args.length gleich gleich 1 string of ist gleich args in eckigen Klammern 0 if of.equals ignore case aus data.build.remove p dann p.send message Paragraph 7 du kannst nun nicht mehr bauen und hier dasselbe, hier habe ich was vergessen, du kannst nun bauen. Okay, dann hätten wir das, dann registrieren wir das Ganze auch nochmal, nämlich hier getComment build.setExecutor new cmd-build. Und ja, jetzt erstellen wir uns noch eine schöne Plugin YML. New File Plugin.yml. Und hier geben wir einen Namen an. Nocket Version Autor bin ich. Jailbreaker. Dann main.de. lostdos.main.main comments build aliases bauen b. So, dann hätten wir das auch. Plugin YML ist fertig und so gesehen ist das jetzt alles fertig. In der nächsten, im nächsten Tutorial bzw. im nächsten Video werden wir uns dann an die ganzen Events ranmachen. Heißt Player Break Event, Player Block Place Event, Player Quit Event, Player Kill Event, so sowas halt alles. Und falls ihr weiter solche Videos sehen wollt, dann lasst es mich mit einem Daumen nach oben oder einen Kommentar wissen. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Euer Jabberker, bis dann und tschüss.